Die 14 Mercedes-Benz Actros sind fast am Ziel. Sie fahren dorthin, wo sie sehnsüchtig erwartet werden, in die Südtürkei. Zufluchtsort tausender Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Die Lkw haben im Schlepptau, was unzählige Menschen hier dringend brauchen. Ein letztes Foto vor der Abfahrt und trotz der warmen Frankfurter Sonne ein wenig Gänsehaut, als die türkischen Fahrer noch einen kleinen Glücksbringer bekommen. Denn etwas flau in der Magengegend ist hier allen. Der Hilfskonvoi fährt nun einmal dorthin, wo sich die humanitäre Lage gerade zuspitzt, nach Gaziantep, an der türkisch-syrischen Grenze, wo die Flüchtlingslager überquellen. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Und in den Flüchtlingslagern fehlt es an allem: Zelte, Decken, Impfstoffe. Hier wollen wir helfen. Es ist eine für den Syrien-Konflikt außergewöhnliche Aktion. Die Hilfsorganisationen Luftfahrt ohne Grenzen und die Daimler AG satteln einen der größten Hilfskonvois Europas. An Bord sind 300 Tonnen Hilfsgüter und sogar zwei Sprinterkrankenwagen. Wir stellen die Fahrzeuge zur Verfügung für den Transport an die türkisch-syrische Grenze in die Flüchtlingslager und sorgen dafür, dass es organisatorisch klappt und dass das Material, das dahin gebracht wird, auch sicher ankommt. Wings on Wheels. Der Convoy of Hope macht sich auf den Weg zu denen, die in dem Konflikt besonders schutzlos sind: Kinder und Verwundete. Mit dabei Kindernahrung, Kinderschutzimpfungen, Rollstühle und 7 mobile Krankenstationen. Gerade erst auf der Straße, da erreichen Luftfahrt ohne Grenzen-Chef Franke besondere Nachrichten. Wir haben eben nochmal Botschaft bekommen aus Deutschland, dass das alles ungeheuer gut ankommt und dass ganz viele Leute die Geschichte verfolgen. In der Türkei hat uns eben offizieller angerufen, hat gesagt, wir würden hier gerade Geschichte schreiben. Ist ja auch ganz nett. Over. Sie sind freundschaftlich miteinander verbunden, die Daimler AG und die Türkei. Und auch in Zeiten der Krise stehen sie Seite an Seite. Nichtsdestotrotz, Zwangspause an einem Grenzübergang. Die türkischen Behörden nehmen es ganz genau. Es braucht etliche Stunden, ehe der Konvoi über den Bosporus rollt. 1.100 Kilometer fehlen da noch bis nach Gaziantep. Für uns natürlich mit unseren beiden großen Fabriken und über 5.000 Mitarbeitern ist es auch ein tolles Signal, was wir senden können, dass auch wir unsere türkischen Partner unterstützen, hier dieses Leid an der syrischen Grenze, wenn nicht zu lindern, aber darauf aufmerksam zu machen und eben mit Transporten unseren Beitrag zu leisten. Die Grenze zu überschreiten, haben Sie gemerkt, ist das größere Problem, den Rest haben wir gut im Griff. Die Flüchtlingslager liegen zum Teil auf 700 Metern Höhe. Die Türken wissen, dass es in ihren Bergen bald bitterkalt sein wird. Die Temperaturen können dann nachts auf minus 5 Grad fallen. Gerade deshalb schätzt die türkische Bevölkerung die Unterstützung durch den deutschen Hilfskonvoi sehr. Für die zahllosen syrischen Flüchtlinge bedeuten die 10.000 Winterdecken und Winterkleidung für 40.000 Menschen sehr viel. Es bedeutet schlicht Überleben. Nach 6 Tagen ist der Konvoi endlich am Ziel. Wir sind jetzt gerade an unserer Destination, dem Lager vom türkischen Roten Halbmond, angekommen. Der Konvoi ist Gott sei Dank zusammengeblieben. Die letzten 50 Kilometer ungefähr hatten wir Polizeibegleitung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da hinten den Chef des Lagers irgendwie erwischen. Die Wings on Wheels haben weitaus mehr als Hilfsgüter nach Gaziantep gebracht. Am Ende hat diese unkonventionelle Aktion nicht nur materielle Hilfsgüter transportiert, sondern abertausenden Flüchtlingen gezeigt, dass sie nicht allein gelassen werden.